Dia Cup hier in Köln. Dein erster Eindruck von dem Event? Ja, sehr schön. Viele Leute, viele Bekannte von allen Bereichen. Ich glaube, das macht das so besonders aus. Auch, ne? So auch ehemalige Max, der noch auch aktiv ist und von ganz Social Media, alle Leute, alle Bereiche, jeder liebt den Fußball anscheinend und treffen sich hier. Der erste Eindruck ist, die Jungs sind und Mädels sind sehr engagiert. Man merkt schon, dass sie hier gewinnen wollen, dass es nicht nur so Larifari ist, so hin und her. Da ist schon Action drin und Power drin. Ich glaube, der Ehrgeiz ist sehr, sehr groß bei allen. Irgendwie will jeder gewinnen, den ich frage. Da ist keiner nur zum Spaß da. Die wollen das hier auch wirklich mit nach Hause nehmen, den Pokal. Du auch? Ja, natürlich, das ist ja Fußball. Fußball willst du nicht verlieren. Moe Tresur hat auch ganz klar gesagt, die Torjägerkanone, die geht an sein Konto heute. Willst du das kontern? Ist das vielleicht eher dein Job? Ja, eher nicht. Er ist ja der Stürmer. Ich bin der Abwehrspieler. Ich glaube, wenn ich jetzt jedes Spiel gegen ihn spielen würde, dann wird er jetzt kein Torschützenkönig.